Wow. Nicht schlecht. Nice. Gucken wir mal, was die Königin der Soßen so anzubieten hat heute. Robin braucht Hartholz. 10 Stück. Pumpkin Pie. Nice. Oh, könnte ich auch mal wieder essen. Geil. Aber das ist nichts für den Sommer. Die Geister sind ein wenig verärgert. Was hast du nur mit denen angestellt? Weiß es nicht. Momentan mögen die mich nicht. Robin will 10 Pieces of Hardwood. Die Stampe. Soll sie selber hacken gehen. So, Bier ist auch schon wieder fertig. Gucken wir mal nach den Pilzen. Pilzskin. Können wir hier aus den Pilzen machen? Nur Pilzsuppe oder sowas, ne? Ich meine ja. Schweinis. So, und ich glaube, wenn wir jetzt die Session fertig haben, dann werde ich auch einfach ab ins Bett gehen und hoffen, dass es wieder kühler wird. Aber ihr könnt ja bei euch wenigstens über die Rolllehnen runter machen, ne? Ja, haben wir auch. Also tagsüber ist es hier einfach komplett dunkel. Ganze Wohnung. Besser ist das. Ja. Das geht bei mir leider nicht. Ja, das ist schon doof. Aber es gibt auch so Verdunklungsrollos, die auch die Temperatur abhalten. Ja, die kann ich nur nicht für meine Fenster nutzen, weil die alle so eine komische Größe haben. Ach so. Leider. Ja, kommt drauf an, ob es vielleicht geht, wenn sie nur so ein bisschen überlappen oder so. Ja, überlappen geht ja, aber das Problem ist, entweder sind sie dann wirklich viel zu breit oder so schmal, dass es dann halt ja, dann bringt's auch wieder nichts. Ja. Ich geh mal zu der Schweinefrau. Ich geh mal zu Gunther. Du sollst mich nicht anstecken mit deinen Gene. Danach geh ich angeln. Und die Leute früh morgens so motiviert beim Frühstück und wir so. Schweinefrau, Schweinefrau. Das whatever, Schweinefrau, das. Er hat eine Batterie für 2500 oder einen Kirschsetzling für 4250. Ja, wir haben ja ganz viele Blitzableiter, ne? Eigentlich muss er irgendwann mal. Ja, das Problem ist, die haben, glaube ich, Hauptsaison im Sommer. Aber wir brauchen doch gerade nicht dringend Batterien, oder? Nö. Also man kann die nachher für die Quality, beziehungsweise für die Iridium-Sprinkler braucht man die, glaube ich, aber wir haben ja erst so viele normale. Wow, das war ergiebig. Angeln wir mal ein bisschen. Ich will auch angeln. Was war denn ergiebig? Bei Gunther im Museum. Eine Sache gespendet, keine Belohnung bekommen und tschüss. Hau ab! Achso, Mist, morgen würde ich mal noch meine Hacke zu Clint bringen. Kannst du doch jetzt noch machen. Ja, weil da muss ich zurücklaufen und erst noch Zeug holen. Hab ich nicht dran gedacht. Die Spitzhacke oder die, diese, ja, normale die Hacke, Hacke? Normale Hacke fürs Feld. Damit das auf jeden Fall noch vorm Frühjahr fertig ist. Ja.
mal anders hinsetzen. Nein, jetzt habe ich den Fisch verpasst. Erstmal richtig hinsetzen. Ich muss morgen noch lernen. Ich habe bei der Hitze überhaupt keinen Bock. Hätte heute schon gemusst. Wer hat das schon? Ja. Ich angel hier nur Algen. Wow, was ist das denn für ein Fisch? Super Fisch. Ja, aber echt. Geht ab. Krieg ich nicht. Oh nein, jetzt ist ja wieder was Silbriges und ich habe das blöde Dings nicht dabei. Ich habe das nie dabei. Aber ich habe eine Geode geangelt mit der Kiste. Nice. Blöder Fisch. Dummer fetter Hobbit. Kartoffeln. Am besten sind die Fische, wo man gar nichts machen muss. Ja, ja, so. Perfekt. Oh, ihr beißt ganz schön viele an. Oh, Tiger Trout. Wusste so gleich, dass man die auch im Winter fangen kann. Ich habe hier nur Blödsinn. Ich gehe mal ans Meer. Perch gefangen. Perch. Perch. Okay, komme ich da eben gleich mal dazu. Dann sind wir wenigstens hier ein bisschen beieinander, kriegen auch was mit voneinander hier. Alles nur hören, sagen. Ich angle gar nicht, stehe hier nur rum, lol. Wieder eine Tiger Trout. Ein Kaninchen. Oh, ein Hase, ein Schneehase wahrscheinlich. Ah. Mani hat ihre Kühe auch im Winter draußen. Sehe ich gerade. Ja, aber ich meine das doch nicht so. Genau. Ist doch viel zu kalt und es schneit doch auch. Das ist ein Erbkönig. Aber kann man eigentlich nicht solche Zottelkühe hier kaufen? Oh, das wäre toll. Also Getaway-Rinder. Moin. Hallo. Du darfst nie wieder was über meinen Hut sagen. Was? Aber wohl den besten Hut aller Zeiten. Oh, eine Kiste. Will ich haben. Oh. Toll. Köder. Kannst du direkt oben in die Reusen tun. Ich wollte jetzt ja mal wieder ein bisschen mehr Guild Wars zocken in nächster Zeit, da hätte ich mal wieder Lust drauf. Oh ja. Scheiße. Ist es denn noch aktiv? Also wird das noch supported? Ja. Ich weiß gar nicht, wann die letzten Updates waren, aber das Einzige, was passiert ist, ist, dass sie mir gesagt haben, hier auf dem Server ist nichts mehr los und der wird bald geschlossen, wir teleportieren dich jetzt woanders hin. Okay. Aber das ist mir ja wurscht. Weißer Thun.
Ich habe auch einen Thunfisch. Ja, momentan ist ja auch Steam Summer Sale. Oh, ist schon. Ist halt ja, seit gestern. Oh. Gestern Abend habe ich versucht, mal reinzugucken. Aber da ging wieder mal nichts. Oh, du hast einen Erfolg bekommen. Mhm. Geht's jetzt? Kommt der Summer Sale pünktlich zum Gehalt? Ups. Ja, Gehalt war heute auch da bei mir. Oh. Stimmt, Seppel. Und unsere Kantine macht jetzt Ende der Woche erstmal wieder dicht für die Sommerferien. Das ist ja schlimm. Blöd. Müssen wir jedes Mal woanders hingehen. Voll doof. Wir haben sowas gar nicht. Wir müssen ja auch alle nacheinander einzeln Mittagspause machen. Ja, es ist ja auch eigentlich nicht unsere Kantine, das ist die vom Theater hier um die Ecke. Hm. Aber da dürfen wir auch hin und sind geduldet. Und die ist eigentlich ziemlich cool. Alter, was habe ich denn hier bekommen? Ich habe einen Diamant und ein Schwert. Das war das andere, was ich bekommen habe, keine Ahnung. Neptuns irgendwas habe ich gerade gekriegt. Naja, und die haben halt müssen sich halt an die Spielzeiten des Theaters halten und ja. Hm. Also, die ja, haben gut. Jetzt halt bald dicht. Ja. Ja, manchmal fände ich es eigentlich schön, zusammen Mittagspause mit meinen Kolleginnen zu haben. Meistens ist man aber auch froh um die halbe Stunde, die man jetzt einfach mal für sich sein kann. Vor allem in den Sommerferien. Und was holst du dir denn immer? Oft nehme ich mir was mit. Manchmal in Dortmund ist ein Rewe to go am Bahnhof. Die haben halt auch so vegetarisches Sushi. Da hole ich manchmal. Stimmt, dass ich mal erzählt. Ansonsten ist es im Moment halt relativ schwierig, so ganz ohne Weizen. Da fällt auch jeder Couscous-Salat und sowas weg. Mhm. Und in den meisten Salaten ist im Dressing, das schon mit drin ist, auch dann Milch, also Milchprodukte. Hm. Ist gerade nicht so einfach. Einfach nur eine Gurke. Ja. Wenn ich Glück habe, ist der Asia-Gourmet am Bahnhof schon auf morgens. Weil die haben richtig geile Sommerrollen aus diesem Reispapier und auch Algensalat. I brought hummus. Ja. Ich versuche, oder mal was im Biomarkt, die haben ja auch viel. Aber ich versuche meistens was mitzunehmen, weil es wird sonst so teuer. Vor allem ist halt doof, wenn ich dann ja abends noch Heilpraktikerschule habe, dann musst du ja Mittagessen und Abendessen mitnehmen. Ach, so ein schön Döner. Ja. Dann will ich einmal rein. Ich lauf mal zurück. Ja, ich habe manchmal dann Bock, weil ich an zwei Pommesbuden und auch diesem neuen Frittenwerk vorbeilaufen muss und es riecht einfach oft so geil. Du hast gerade geleckt. Ich sagte, die haben auch Knoblauchpommes. Und dann danach schön in die Schule. Rausgeflogen, Kerze. Was? Scheiße, warte, ich muss erst ins Bett gehen. Nee, ich muss eh das Spiel schieben. Nee, ich gehe erst ins Bett. Ich hole dich am nächsten Tag wieder rein. No, ich bin noch am Strand. Anne ist gegangen. Scheiße. Ich habe noch eine halbe Stunde Ingame-Zeit. Ah, warte, ich kann wieder rein. Sehr gut. Und dann direkt schlafen gehen. Ja, ich bin, glaube ich, sowieso automatisch im Bett. Ja, stimmt. Gespawnt. Es ist nur die Frage, ob er meine ganzen Angelerfolge heute gespeichert hat. Wahrscheinlich nicht. Er ist eine Erfahrung verloren. Und ich krieg kein Level up. Scheiße. Ja, nix. Gar nix. Na toll. Wille Wurst. Hä, haben wir auch nichts verkauft? Was denn? Ja, ich hab doch sonst zumindest meine Milch, also meinen Käse und. Hast du dich da überhaupt um gekümmert heute? Ja, aber wahrscheinlich nicht bis zum Schluss. Ey, mein PC fängt gerade an zu pusten. Pusten! Ich gehe kaputt. So, ich gehe heute ausnahmsweise mal erst zu den Hühnern.
weil ich immer direkt nach der Arbeit zur Heilpraktikerschule gehe, bin ich halt immer total früh schon da. Das wissen mittlerweile auch die meisten Dozenten. Und gestern war ja wieder meine Arbeitskollegin nach ihrer Krankheit wieder da. Und dann haben wir danach noch eine Weile gequatscht und ich habe da noch zu Abend gegessen. Dann kam ich erst um 6:55. Und dann meinte der Dozent auch nur, Katze, du bist heute so spät, was ist los? Mhm. Ich auch nur gemeint, ich wollte mal überraschen. Es geht dich gar nichts an. Ich finde das ganz angenehm, weil sich da auch alle duzen. Du bist halt mehr zukünftiger Kollege als dummer Schüler. Der da auch rumhängt. Mir ist nur warm gerade. Ja, mir wird gerade auch voll warm. Der Sommer ist keine Zeit zum Aufnehmen. So, ich pack mal den einen Fisch in den Kühlschrank. Gerade kein besseren Ort. Hä? Milkpail? Was will der jetzt gerade von mir? Das Spiel gibt mir gerade komische Nachrichten. Irgendwas mit Milk Pail oder irgendwie, was wollte er gerade von mir? Ich weiß nicht, was er damit meint. Nee, noch nie gehört. Das mit dem Melken ist immer so blöd zu treffen. Ich hasse das. Ganz oft akzeptiert er gar nicht, dass ich jetzt an die eine Ziege will oder so. Wir brauchen den Auto. Ja. Gerade wenn dann die Tiere wieder draußen rumlatschen, ist das echt praktisch. Der kostet ja so viel. Ja. Können wir uns nur noch nicht leisten. So, ich glaube, die Fische, die ich gefangen habe, haben wir alle schon. Shit. Ja, nur in anderen Wertigkeiten, aber das ist ja egal. Kauf mal noch ein paar. Brauchen wir nicht alle. So, was mache ich jetzt? Gehe ich noch in die Mine? Wann war jetzt eigentlich dieses Weihnachtsfest? Ist das am 25. oder? Das weiß ich gar nicht. Ich meine ja. Mal gucken, was mein Glück für sagt. Du bist gerade voll schon ins Haus wieder geflogen. Schon wieder sind die Geister genervt. Scheiße. Also. Ich bin auch genervt. Du wolltest doch zu Clint heute. Ach ja, oh, was brauche ich denn nochmal? Wahrscheinlich dann Kupfer, wenn du die erste Ausbaustufe machen willst. Ja, okay. Die Barren schon, ne? Ja, ja, klar. Du brauchst immer die Barren. Okay. Brauchte ich auch noch Holz oder Stein dazu? Nee, ne? Nö, nur die Barren und Gold. Also Geld. Geld, ja. Ich bin unterwegs. Achso, ja, das Hartholz wollte Robin ja auch noch haben. Stimmt. Die soll sich mal gedulden. Hier, Mani, trink mal ein Bier. Ah, diese olle Kiefer hier. Ach, da ist auch ein Stein vor. Hat mich der dumme Gegner hier so viel Schaden gemacht, oder was? Ist ja nicht. So ging mir das auch, als ich gestorben bin. Gott sei Dank bin ich noch nicht gestorben. So, Kupferhacke in the making. Nice. So.
Hier schippt auch niemand Schnee, ne? So zwischendurch, obwohl die Wege sind ja eigentlich frei. Ja, wo gesagt, die Wege sind doch frei. Nein, das reicht mir nicht. Ach Mist, jetzt habe ich ja keine Hacke mehr für die Würmchen im Boden. Korrekt. Soll ich dem kleinen Mädchen hier mal Bier geben? Das mag die nicht. Hey, was soll ich denn damit? Trinken. Damit du groß und stark wirst. Schön war die Zeit. Ich bin ganz blöd gefragt, weil hat das eigentlich bei Kindern einfach mehr? Vertragen die das einfach nicht? Können die das dann nicht so verarbeiten? Oder ist das einfach. Ich meine schon, ja. Also, dass die Leber noch nicht so ausgebaut ist? Ja. Oder einfach nur die Menge. Ja, an sich ist es ja generell Gewohnheitssache und dann ist der Körper ja aber auch noch viel kleiner, ne? Das heißt, die ganzen, es verteilt sich halt viel mehr. Und die Leber braucht ja sowieso Zeit. Also es kommt jetzt halt auch an, wie klein das Kind ist. Aber das ist ja unter anderem auch einer von mehreren Gründen, warum viele Neugeborene noch so einen Ikterus haben. Die Leber ist halt Ein noch nicht so fit. was? Eine Gelbfärbung der Ach so, Haut. die Gelbsucht. Ja. Oder Gelbfieber? Weiß ich gerade gar nicht. Ja. Das richtig heißt. Gelbfieber War weiß ich jetzt nicht. nicht richtig, also im Volksmund. Oh, ein ganz fauler Fisch. Was ist ein fauler Fisch? Er bewegt sich fast gar nicht. Ein Karpfen. Dem ist auch warm. Ja. Schon Awesome Games dann Quick gesehen, ein wenig, was Ja, Summer ein Games. bisschen. Aber es ist gar nicht so viel dabei, was mich jetzt so arg interessiert. Heute Morgen wäre Resident Evil 2 A-Run Claire versus A-Run Leon gewesen. Aber um 5. Ja. Und um 6 Uhr war Silent Hill. Das wollte ich eigentlich beides gucken, aber das habe ich nicht geschafft heute. Aber jetzt kann man ja dann im Ja, Nachhinein na mal klar, auf gucken, das. YouTube. Und Samstag ist noch irgendwas, was ich schauen wollte, aber ich weiß nicht mehr was. Aber ansonsten läuft's hier eigentlich die meiste Zeit. Für Matty ist ein bisschen mehr dabei. Ja, ich finde immer diese Any Percent halt immer doof. Ja, ich auch. Weil dann ist da nur geglitscht. Prey habe ich jetzt noch geschaut, aber das ist halt auch, ja, ich weiß nicht, ist immer mal ganz lustig zu sehen, aber so begeistern tut's mich immer nicht. Also das Geglitsche oder das Spiel an sich? Das Geglitsche. Vielleicht hatte Prey wolltest du eventuell auch mal machen. Ja, ich habe das ja selber mal angefangen zu spielen. Es ist auch nicht so schlecht, aber ich weiß nicht, ob ich es Let's Playen möchte. Ach so. So viele andere Projekte, die auch noch warten. Nee, das ist auf 4-2 zum Beispiel. Zum Beispiel, ja. Ich freue mich schon auf die nächsten Resident Evil Spiele. Gerade wieder einen Kommentar gekriegt, wo sich jemand darüber aufregt, wie ich mein Inventar manage. Resident Evil Gucker sind immer sehr Bei 2 oder was jetzt? Unforgiving, ja. Lass mich doch mein Inventar bauen, wie ich will. Nein! Wenn ich gern viel Heilung dabei habe, dann ist das völlig okay. Ich finde es gut, dass die Leute dann trotzdem ganz viele Parts gucken und sich über einen aufregen. Das macht natürlich voll viel Sinn. Oh, Wumbus versucht zu schlafen. Entschuldige, kleiner Wumbus. Endlich die Leiter. Uiuiui. Das neue Schwert ist echt nicht schlecht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich verkaufe mal ein bisschen Stoff, das gibt gut Geld. Stoff. Brauchst du Ich weiß noch gar nicht, Stoff? was man aus dem Stoff machen kann. Ich weiß auch nicht.
Kleider. Das ist ein toller Hut bauen, wie ich ihn habe. Ja, oder wie ich ihn habe. Das wäre eigentlich mal was, dass man so selber Ausrüstung craften kann noch. Ja, das wäre cool. Könnte man auch diese ganzen Mineralien mal vielleicht irgendwie sinnvoll verwenden, außer dass man die spendet. Oder ja, irgendwie schenken. Wobei geschenkt wollen die das auch alle nicht haben. Was soll ich mit dem Scheiß? Dafür stand ich stundenlang in der Mine. Ich glaub, der Einzige, der sich darüber freut, ist Clint. Oder vielleicht Emily. Süß. Was ist denn hier für eine Monsterparty? Ach, was für ein fauler, heißer Tag. Ich habe noch eine Geode, die tue ich mal in die Kiste neben dem Lagerfeuer, weil ich jetzt ja eh nicht zu Clint kann, weil mir ist er ja beschäftigt. Ja, ich habe auch noch ein paar jetzt wieder gekriegt, natürlich. Ja. Natürlich. Natürlich. Die Leiter. Hier ist gerade voll die groovy Musik. Im Spiel, oder? Im Spiel, ja. Bei mir nicht. Bei mir ist drauf dein Hügel. De. Nee, nicht die. Ach, ich geh ins Bett. Ich hab nichts zu tun. Oh, doch, Marmelade ist fertig. Lady Marmalade. Oh ja. Ist auch schon furchtbar alt mittlerweile, gell? Garantiert 18 Jahre. Anfang 2000 hätte ich jetzt gesagt. Ja. Hey, du bist ja noch wach. Hallo. Hab noch eben schnell Marmelade gekocht. Marmeladen-Oma. Ja, bin. Mit deiner Mütze da auf jeden Fall. Und wieder ein Wochenende vollbracht. Schon wieder oben? Ja, ist oben. Komme sofort. Muss noch eben kurz was wegbringen hier. Die Pizza schmeiße ich jetzt einfach in die Tonne. Auch ich finde es geil, dass Netflix jetzt Nailed It Icons hat. US! Two, one, you're done. Süß. Wir haben Sabrina noch gar nicht fertig geguckt, gell? Nö. Brauchen wir den Herbst. Nö. Ja, haben wir noch gut Geld gemacht. Ja, Wunderbärchen. Gut, ihr Lieben. Wir hoffen, wenn ihr das hier seht, ist es schon nicht mehr ganz so heiß. Ja. Oder noch heißer, man weiß nicht. Oh Gott, bloß nicht. Wir würden uns sehr über ein paar Kommis freuen. Frühstück noch schön. Schaltet nächstes Wochenende wieder ein. Ich bleibe im Bett heute. Ich bleibe einfach im Bett. Sonntag, okay. Ich bleibe im Bett. Okay. Ciao. Bis dann. Tschüss.